Scheiß drauf. Hast du es manchmal richtig satt, es allen recht zu machen, immer für alle da zu sein, immer allen zu helfen und immer so der People-Pleaser, Everybody's Darling, wie du auch immer es nennen magst, zu sein und endlich mal in deine Kraft zu kommen, dich abgrenzen zu können? Fühlst du dich auch oft wirklich so mitgerissen, bist unheimlich empathisch, hörst anderen zu und merkst immer wieder, du kommst zu kurz, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Ich möchte dir meine Geschichte erzählen und ich möchte dir erzählen, wie du da rauskommst, wie du in deine volle Kraft und Erfüllung kommst und dieser Weg dich auch zu deiner Berufung führen wird. Also solange ich denken kann, war ich immer die Person, die unheimlich viel Mitgefühl hat, das ist auch immer noch so, die viel spüren kann, den anderen viel sehen kann, den anderen viel Raum geben kann, gerne Menschen hilft, wirklich aus Herzen gerne für andere da ist. Und ich kann sagen, ich bin deswegen immer wieder ausgebrannt und ich bin immer wieder an Situationen gekommen, wo ich gemerkt habe, ich habe zu viel gegeben, zu viel getan, ich habe mich zu wenig um mich selbst gekümmert und komme immer wieder in dieselbe Situation. Und das konnte ich wirklich in den letzten 2 Jahren drastisch verändern. Ich habe auch in den letzten Monaten noch einige Herausforderungen bekommen, aber mein jetziger Erfolg und meine jetzige Situation finanziell, beruflich ist ein Spiegel von diesen inneren Veränderungen geworden. Ich habe so viel in mir verändert, dass ich lernen konnte, diese Gabe anderen zu helfen, in meinen Beruf zu bringen, womit ich unheimlich viel Erfolg habe, wo ich meine Klienten zufrieden mache. Und in meinem privaten Leben viel mehr Balance zu erschaffen, sodass ich wirklich zufrieden bin, sodass die Beziehungen in einem Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen sind. Wie ich das gemacht habe, möchte ich dir heute sagen. Erstmal möchte ich, dass du erkennst, dass diese Fähigkeit, anderen zu helfen und für andere da zu sein, eine ganz große Gabe ist. Ja? Und wenn du die richtig einsetzt und in deiner Berufung einsetzt, dann wirst du unheimlich erfolgreich. Ja? Weil Mitgefühl ist was Wundervolles, für andere da zu sein ist was Wundervolles. Und wenn du zum Beispiel im Coaching-Bereich oder im sozialen Bereich arbeitest, wird dir das natürlich ganz viel Wertschätzung, Anerkennung und Dankbarkeit bringen. Genau, erkenne, dass es eine Gabe ist und erkenne deinen Wert. Ja? In dem Moment, wo du wirklich erkennst, das ist sowas Wertvolles, wirst du diese Gabe nicht mehr verschenken. Das heißt, wenn du im privaten Bereich anderen hilfst, andere heilst, andere coachst, berätst, dann schau, dass das in einem gewissen Gleichgewicht ist, dass andere dir auch helfen. Also ich muss sagen, ich als sehr empathischer Mensch habe natürlich magische, narzisstische Menschen angezogen und diese Konstellation ist natürlich auf den ersten Blick perfekt, weil ich helfe gerne, ich schenke anderen gerne Bewunderung und erhebe sie gerne und diese Menschen erhalten es gerne. Aber früher oder später kommt es natürlich zu einem Ungleichgewicht, weil es muss natürlich immer in einem Fluss bleiben zwischen Geben und Nehmen. Also das Zweite ist, schau wirklich ganz genau hin, wem schenkst du deine Energie, wem schenkst du deine Aufmerksamkeit, wo steckst du deinen Fokus hin, weil das so entscheidend ist. Und da, wo du es hinsteckst, kommt da auch was zu dir zurück. Und in dem Moment, wo du diese Gabe beruflich einsetzt, ist es natürlich perfekt, weil du wirst dafür bezahlt. Und das Spannende ist, in dem Moment, wo du dafür bezahlt wirst, hast auch eine gewisse Positionierung, du bist ein Experte und du kriegst dann auch die Anerkennung, die Dankbarkeit und die Wertschätzung, die du auch so sehr verdient hast. Wenn du das im Privaten machst, sehen die Leute dich als diejenige, die halt sowieso immer Zeit hat für alle, die sich selbst vielleicht nicht so wichtig nimmt, immer für alle da ist und das wird irgendwann als selbstverständlich genommen. Und deswegen bitte ich dich, dass wirklich nutze diese Gabe, um Menschen in einem großen Rahmen zu helfen und wirklich etwas in der Welt zu verändern. Das wäre nämlich auch der nächste Punkt. Wenn du diese Güte im Herzen hast und sagst, ich möchte wirklich was Gutes tun für die Welt, dann nimm das in einen größeren Rahmen. Starte ein Projekt, wo du wirklich Menschen hilfst, Tieren hilfst, Kindern hilfst, was für den Planeten tust. Nutze das für ein Projekt, wo du deinen Fokus hältst und das dir persönlich auch diese tiefe Erfüllung bringt. Also nicht mehr in Menschen investieren, die im Prinzip das nur für ihren Ego nehmen, also oder ihr Ego fütterst, die sich damit toll fühlen, das aufsaugen und nie was zurückgeben. Damit tust du dir keinen Gefallen und dem anderen auch nicht. Löse dich aus solchen Beziehungen, grenze dich ab. Es ist manchmal wirklich schwierig, aber ich kann dir nur sagen, du wirst so in deine Kraft kommen, du wirst so dich entwickeln und in deinen Erfolg kommen, wenn du das schaffst. Und ja, wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich weiß, dass wenn du dich da angesprochen fühlst, wenn du auch so empathisch bist, wenn du auch so gerne für andere da bist, dann ist es so wichtig, dass du jetzt in dieser Zeit deine Berufung findest und wirklich Menschen auf einem anderen Level hilfst, als nur im Privaten deine Gabe zu verschenken.
Ja, wenn du dich angesprochen fühlst, unten findest du den Link zu meinem Kalender oder auch meine E-Mail-Adresse. Schreib mich sehr, sehr gerne an und ich kann dir wirklich nur vom Herzen sagen, die Welt braucht Menschen wie dich. Also schau, dass du in der Balance bleibst, dass du wirklich Beziehungen hast, die in der Balance sind, dass du dir selbst auch dienst, dass du dich selbst auch erhebst und dir selber auch den Raum und Fokus schenkst, den du anderen schenkst. Und nutze diese Fähigkeit, um etwas in der Welt zum Positiven zu verändern, etwas positiv zu bewirken. Und du musst nicht in dieses Extrem fallen, ich scheiße jetzt auf alle und auf jeden, weil diese Gabe, die du hast, andere zu erheben, anderen zu helfen, Mitgefühl zu haben, ist so wertvoll. Aber verplemper sie nicht. Schau, dass du wirklich gezielt guckst, wo packe ich meine Energie rein? Wie kann ich mir selbst auch dienen, dass es mir gut, dass es geht, dass ich wirklich aus der Fülle heraus geben kann? Und finde deine Berufung, dass du wirklich Menschen auch helfen kannst und ganze Wertschätzung, die finanziellen Mittel und alles, was du dir vom Herzen wünschst, auch zurückbekommst, weil du hast es sowas von verdient. Du hast so viel schon Gutes getan. Es ist jetzt Zeit, dass es einfach in die Balance kommt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, von dir zu hören und Satnam.